Hallöchen, Leute. Ich versuche es mal ganz kurz. Ich habe hier einen ganz kleinen Hack gemacht, damit ich mein C64 auch benutzen kann. Der C64, seht ihr ja hier, der steht hier auf dem Tisch. Der Videoadapter ist an dem C64 angeschlossen. Da hängt noch ein Kabel dran für Laufwerk und einmal das Kassettenlaufwerk. Mit dem Kassettenlaufwerk konnte ich Wintergame spielen und Pinball, 3D Pinball oder sowas. War mir aber nicht genug und nur über Kassetten ist ja auch blöd und an dem hängt hier aber auch nichts anderes dran, also nicht mein Pi 1541, mein Laufwerksersatz oder mein SD2IEC. Da hängt ein anderes Laufwerksersatz dran, ein anderes Laufwerk, ein echtes Diskettenlaufwerk. Und wo habe ich das hergeholt? Das habe ich ja schon hier gehabt. Denn hier unten steht der C128 mit seinem Diskettenlaufwerk. Und das Kabel, ich hoffe, das geht vom Licht her, geht hier oben rein und geht da unten rein in den C128. So, jetzt muss ich mal gucken, sonst geht das nicht. Ja, das ist Seite 1. Weil der von der Köpfe her andersrum läuft als wie vom C64, vom 1541, vom einseitigen Laufwerk. Ich mache den C128 an. Passiert nichts. Der ist auch an. Kein Bild. Ich mache jetzt den C64 an. Versuche mal, dass ich das so beides in den Bild kriege. Kann man das so sehen? So, C64 ist an. Kommt auch ein Bild. Da ist das. Und wenn ich jetzt, und ich hoffe, das haut jetzt hin, nicht schon wieder, dass es beim Video wieder nicht hinhaut. 0,8. Device not present error. Ich hab's mir gedacht. Wahrscheinlich muss ich erst den C64 anmachen und dann den C128. Ja, das Licht blendet. Aber man hatte gerade das Laufwerk gehört. Er macht es wieder nicht. Machen wir einmal ein Laufwerksreset. Kabel darf nicht dazwischen sein. Einmal ein Laufwerksreset. Ich habe ja eine Reset-Taste dafür. Den C64 noch mal an. Immer wieder, wenn ich das Video mache. Geht auch nicht. Dann einmal den 128 resetten. Ein Soft Reset machen. Jetzt hat er das gemacht. So, Maniac Mansion. Ich benutze das interne Laufwerk am C64. Das interne Laufwerk vom C128 benutze ich am C64. Kann ich nämlich jetzt auch wirklich laden. Loading. Hier, Laufwerk leuchtet, C128 leuchtet. Der sucht jetzt wirklich auf der oder startet jetzt diese Kette. Ist genauso langsam wie das andere Diskettenlaufwerk, das C, nee, das 1541, 1541.1 oder 2 oder C oder wie auch immer. Denn der einzige Vorteil von dem 1571, was im C128 ist, ja, das lädt ja die Diskette. Der einzige Vorteil vom C128 mit dem internen Laufwerk, mit dem 1571, ist halt die Geschwindigkeit, weil das ein anderes Basic ist. Und die doppelseitige Diskettengeschichte ist dann für CPM gedacht. Macht nicht der C64, C128. Das ist der einzige Vorteil. Das 1571 Laufwerk, was es ja auch extern gibt. Das gibt es ja auch nochmal als externe Variante für den
C128, der dann in so einem Gehäuse hier kommt. Da gibt es keinen Vorteil unter dem C64. Überhaupt nicht. Das ist genauso langsam wie das C41 oder 1541. So, er steht, ladet jetzt das Spiel, dass es auch funktioniert. Seht ihr dann, es funktioniert jetzt hier, glaube ich, schon zum fünften, sechsten Mal. Maniac Mansion. Ich will, beziehungsweise ich muss ja für den C128 ein RRM-Sid besorgen. Der Swin-Sid oder wie der heißt, der soll eben nicht dieses POTY-X und POTY-Y-Geschichte vom Joystick-Port können für die Maus und Pedals. Der RRM-Sid soll es wohl können. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Ich habe keine hundertprozentige Bestätigung dafür gefunden. Den werde ich einmal holen und hier einbauen müssen, damit ich hier erstmal wieder vernünftigen Ton habe. Ich werde gucken, dass ich mir nochmal das GEOS für den C64 auf eine Diskette packe. Mit dem C64 lade und mal mit dem Mausadapter probiere, weil der wollte auch nicht, als ich das über den Pi gestartet hatte. Das GEOS. Gleich müsste das soweit sein. Ja, Maniac Mansion, er hat es gestartet. Es lag nicht daran, dass der C64 warm wird und nicht läuft, das liegt am Pi. Also ein echtes Laufwerk ist immer noch besser als irgend so eine Emulationsgeschichte. Und diese Ultimate 1541 für den Expansionsslot kann ich mir nicht leisten. Das ist mir zu teuer. 100 € oder was das Ding kostet. Hat zwar sehr viele Funktionen und alles ist eigentlich ideal. Aber es ist mir einfach zu teuer. So, jetzt möchte er Seite 2 haben. Hier, ich mische jetzt Seite 2 ein. Und drücke den Knopf und er startet. Und das habe ich jetzt gemacht. Ich kann mit so einem Kabel einfach darum. Das Kabel ist 1 zu 1 belegt, sind 4 Leitungen. Ground. Machen wir Pause. Pause. Das ist die Ground-Leitung, ATN, Data und Clock. Die Reset- und die SRQ-Leitung braucht man nicht unbedingt. Habe ich jetzt auch nicht gemacht, ist glaube ich auch nur ein Input vom C64, so wie ich das gelesen habe. Die SRQ-Leitung ist sowieso nur für den C128, für die Burst-Anweisung fürs Laufwerk, dass es schneller läuft. Das hat der C64 nicht. Deswegen hat das auch gar keinen Vorteil. Es kann nicht schneller funktionieren. Außer mit Dolphin DOS und Dolphin DOS in dem Ding drinne, in dem Laufwerk. Oder Jiffy DOS oder wie auch immer. Dann ja, aber so original nein. Im Endeffekt stecken hier im C128 vier PCs. Der C64, der C128, der Z80 und das Diskettenlaufwerk ist ja auch nochmal ein PC. Das sind drei Prozessoren. Stecken hier jetzt drinne. Der für den C64 C128, der Z80 und nochmal der Prozessor für das Laufwerk. Und das funktioniert auch nur, weil die Laufwerke, so wie das jetzt hier intern, bei dem hier intern auch hinten einen seriellen Anschluss hat, der C128, funktioniert das. Die externen Laufwerke haben auch zwei serielle Anschlüsse. Einmal für den C128 oder C64, je nachdem. Und einmal für ein zweites Laufwerk. Und die beiden Anschlüsse sind 1 zu 1 durchverbunden, intern. Und das ist hier nichts anderes. Das hier ist auch nur intern einmal nach hinten durchverbunden und einmal auf dem PC. Also ich habe nur eine Box und nicht zwei. Deswegen funktioniert das auch. Darum kann es auch funktionieren. Das habe ich jetzt hier gemacht und es funktioniert. Jetzt ist das Video wieder so lang geworden, wollte ich gar nicht machen. Ich sag ja, ich versuche so kurz wie möglich. Gut.
Wollte ich euch mal zeigen. Ich kann auch mit dem C64 halt auch das interne Laufwerk vom C128 ansteuern. Natürlich läuft jetzt der C128 mit. Kann ich euch noch mal zeigen. Jetzt ziehe ich das Video noch mal raus. Das stecke ich noch mal an den C128 rein. So. Da ist jetzt ja, der läuft halt mit. Ist da noch irgendwas? Ich kann ja umschalten. Ich kann auch noch den Komposit vom 80-Zeichen-Modus mal drauf packen. Nein. Der läuft im Moment nicht mit. Also er ist jetzt blockiert. Also zwei PCs an einem Laufwerk gleichzeitig wird nichts. Entweder der eine oder der andere. Jetzt muss ich mal den Jumper wieder reinkriegen. So. Sieht man, da ist nichts. So. Wieder im C64 reinstecken. Da ist das Spiel. Funktioniert. Wunderbar. Gut. Mehr wollte ich euch nicht zeigen. Vielen Dank fürs Zugucken. Tschüssi. Das war nur mal ein Quickie zwischendurch.